Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live-Zoom-Call. Bleibt unbedingt bis zum Ende dieses Zoom-Calls, um Folgendes zu lernen. Wenn ihr nämlich bis zum Ende dieses Zoom-Calls oder zum Replay auf YouTube bleibt, werdet ihr kennenlernen, wie es möglich ist, passives Einkommen über die Blockchain zu verdienen, bezahlt zu werden durch das passive Einkommen in Kryptowährungen, das Ganze von einem Coin mit einem extremen Wachstumspotenzial. Das Ganze erklärt dir zugleich auch im gleichen Atemzug einer der größten Trends in Krypto, und das ist ein genauerer Einblick im DeFi-Trend. Deswegen werden wir in den nächsten Minuten häufiger über dezentrale Exchange sprechen, auch kurz DEX genannt. Wir werden dir Liquidity Providing und Staking erklären, daher kommt das passive Einkommen. Wir werden dir einen Token vorstellen, und das Ganze ist ein bisschen eine Besonderheit an dem Ganzen, ist nicht mal 6 Monate alt, also wirklich noch ganz vorne dabei oder ganz am Anfang. Dementsprechend lass uns gleich mit der Hauptinfo und dem Hauptprodukt starten. Dennis, bitte erklär unseren Zuschauern, was eine dezentrale Exchange genau ist. Yes, also die dezentrale Exchange, das ist so für mich der Grundgedanke, den Satoshi damals hatte, wenn es darum ging, Kryptos peer-to-peer zu versenden, also ohne Mittelsmänner. Das ist das, was Krypto für mich ausmacht. Heute wird der Bereich von zentralen Exchanges dominiert. Aber der Vorteil bei einer dezentralen Exchange, es ist frei von Auflagen, ganzen Überwachung, Regulatorien, ja, weil es nur ein Code auf der Blockchain ist. Und das ist wirklich etwas, ja, was ich mega besonders finde, denn es gibt hier keine dritte Partei. Ja, du interagierst mit deinem Wallet, mit diesem Smart Contract und hast immer Zugriff auf deine Coins. Das heißt, du verlierst niemals die Kontrolle über deine Coins. Du kennst ja den Spruch, not your keys, not your coins. Und einer der Hauptgründe, warum viele Leute natürlich eine DEX nutzen, ist einfach auch die Anonymität. Man muss sich nicht anmelden, mit irgendwelchen E-Mails registrieren oder irgendwie sonstiges. Es gibt überhaupt kein Authentifizierungsverfahren. Jeder kann sich ein Wallet runterladen, und das öffnet natürlich diese Welt von DeFi, von Decentralized Finance, wirklich jedem, der ein Smartphone oder einen Computer hat und Internetzugang. Und das ist wirklich etwas, ja, was in den nächsten Jahren die Welt revolutionieren wird. Und ich finde es auch sehr cool, dass man auf der DEX jede Transaktion nachvollziehen kann. Also es findet alles on-chain ab. Und für mich ist die Zukunft der Kryptowährungsbörsen dezentral und autonom. Aber du hast es gerade schon angesprochen, man muss das nur mit einer Wallet connecten, weil woher will denn sonst das Smart Contract wissen, wer hier gerade Coins gekauft oder Coins verkauft hat? Wie läuft das genau ab mit diesen Wallets, mit diesen Konten? Genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich mit einer DEX zu verbinden. Hier in diesem Fall jetzt kann man sich einfach eine Erweiterung für Google Chrome runterladen, also Tronlink. Ja, das Gleiche kann man auch als App herunterladen für Android und iPhone. Die Tronlink-App, es gibt auch verschiedene andere Wallets wie die Clever-App oder Token Pocket. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier drauf zuzugreifen. Das heißt, jeder kann sich hier mit so einem Wallet verifizieren. Auf der Börse muss man nicht, sondern einfach einloggen, mit der Webseite connecten. Ganz wichtig an dieser Stelle auch, ja, die 12 Wörter, die man dann bekommt beim Einrichtungsprozess, das sind deine Keys, die bitte niemals verlieren, niemals irgendwem diese Keys nennen oder zeigen. Ja, das ist wirklich der Zugriff, den du hast, und dann kannst du mit deinem Wallet auf den Smart Contract auf die DEX zugreifen. Aber wenn das Ganze jetzt niemandem gehört, keine Firma dahinter steht, kein Geschäftsführer dahinter steht, wie ist denn dann überhaupt dieser Swap, dieser Tausch, dieser Handel möglich? Woher kommt denn eigentlich so quasi das Geld, dass dieser Handel erst im ersten Schritt möglich ist? Ganz genau, das ist der Clou an der Geschichte. Die Coins, die man swappen kann, die kommen aus der Community. Ja, das heißt, die Liquidität wird von jedem Nutzer der DEX zur Verfügung gestellt, der hier ja die Liquidität bereitstellt über sein Wallet, und andere Leute können damit dann swappen. Und die Frage ist natürlich, warum sollte jemand hier seine Coins zur Verfügung stellen? Ganz einfach, es gibt Rewards. Du verdienst dafür Rewards in Form von SST-Token. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und wir haben aktuell ja hier 3 Staking-Pools, den Tron SST-Pool, den Tether SST-Pool und den Infinity-Pool. Und du siehst dann einfach genau, ja, hier in dieser Übersicht, wie viel Liquidität du zur Verfügung gestellt hast. Du siehst dein Pending Claim, also wie viel du hier an Rewards rausziehen kannst. Du siehst auch das, was du an deinen Partnern verdient hast. Das, wenn du hier jetzt das Ganze weiterempfiehlst, dann bekommst du 10% auf das, was dein Partner verdient. Verdient dein Partner, wie in diesem Beispiel, alle 24 Stunden unten in der grauen Box zu sehen, $100, ja, dann würdest du $10 passiv täglich verdienen, dafür, dass du es weiterempfohlen hast. Und du hast halt hier in dieser Übersicht
alle deine Coins angezeigt, wann du ins Staking reingegangen bist und nur du hast die Kontrolle darüber. Du kannst es jederzeit rausziehen, du kannst deine Earnings jederzeit rausziehen, du kannst die ganz einfach swappen oder wieder recompounden, um den, ja, diesen Compound-Effekt zu nutzen. Und das ist etwas, ja, was so eine DEX besonders macht, denn die Community ist das, ja, was dahinter steht. Und es gibt keine Firma, keine sonstige Entität, die auf irgendetwas zugreifen kann. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich meine, das Ganze kennt man vielleicht schon ein bisschen von Ethereum. Ich meine, wir haben auf Tron, da gehen wir gleich auch genau drauf ein, auch schon eine gigantische Summe in diesen Smart Contract-Protokollen verankert. Aber auf Ethereum, das ist hier noch der Führer, würde ich mal sagen, in der ganzen Blockchain-Welt, auf der ganzen, ja, in der ganzen Kryptowelt, weil man sieht das allein hier in dem Screenshot, über 80 Milliarden Dollar sind in diese Protokolle gelockt. Alleine, wenn man sich die Top-Dexes anschaut, sieht man, dass in der größten DEX auf Ethereum-Blockchain über 10 Milliarden Dollar gelockt sind. Uniswap, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, über 6 Milliarden Dollar, das sind schon spektakuläre Zahlen. Aber Dennis, der direkte Vergleich, sagen wir mal, zwischen den zwei Smart Contract-Blockchains Ethereum und Tron, lässt da natürlich Ethereum schon ein bisschen alt aussehen. Wie kann da so ein großer Gebührenunterschied für eine Transaktion entstehen? Also man muss natürlich fairerweise sagen, die Ethereum-Blockchain, das Ethereum-Netzwerk ist schon ein bisschen länger am Start, hat natürlich eine größere Community und mehr Projekte, aber die Blockchain läuft am Kapazitätslimit und das zeigt sich immer wieder, wenn irgendwo ein Hype ist oder viele Leute die Blockchain benutzen, dass man hier mal Gebühren von $300 für einen Swap sieht. Wir haben schon Gebühren in Höhe von $2.000 und mehr für einen Swap gesehen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ja, es viele kleinere Leute auspreist. Das heißt, sie können gar nicht mehr hier Sachen nutzen auf der Ethereum-Blockchain. Und deswegen haben wir uns hier bewusst für die Tron-Blockchain entschieden, weil die ist super schnell, super günstig. Und im Vergleich jetzt hier zum Beispiel ein Swap kostet nur 16 Tron, ja, so 1,95. Und der große Vorteil an der Tron-Blockchain ist sogar, dass man Swaps komplett kostenlos haben kann. Und auch Transaktionen von Wallet zu Wallet sind bei Tron kostenlos, ja, mit verschiedenen Möglichkeiten. Es ist sehr, sehr interessant und für mich einer der Blockchains, die hier total unterbewertet ist. Ich meine, ich würde sagen, es ist ungefähr die zehnfache Value in die Coins in Ethereum zum Beispiel gelockt wie von Tron, aber der Preis ist halt doch noch extrem viel höher für eine Transaktionsgebühr. Du machst auch immer wieder das Beispiel, dass mittlerweile es auch schon mehr Tether auf der Tron-Blockchain gibt, als tatsächlich auf der Ethereum-Blockchain. Absolut, also das ist auch ein ganz klarer Indikator, wo jetzt die Musik spielt hier, was das Tether-Volumen angeht. Wenn man sich viele Bitcoin-Automaten anguckt mittlerweile, wo auch verschiedene Altcoins sind, Tether wird da sehr oft auf der Tron-Blockchain nur akzeptiert, weil die Gebühren bei Ethereum einfach zu hoch sind und so, ich sag mal, unreliable. Man weiß nicht genau, ja, wie lange dauert das jetzt und so weiter und es ist einfach sehr, sehr teuer. Stell dir vor, du willst einfach mal einen Swap machen und es kostet dich $300, das ist wirklich verrückt. Schauen wir aber trotzdem vielleicht mal ein bisschen genauer die Tron-Blockchain uns in Zahlen an. Es gibt über 50 Millionen Accounts, also in anderen Worten 50 Millionen Accounts, die zum Beispiel auf SocialSwap tauschen könnten. Über 10 Milliarden Dollar sind in die Protokolle gelockt. Bei uns circa 13 Millionen Dollar von diesen 10 Milliarden Dollar. Also wir haben auch noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber trotzdem tragen wir hier einen Teil dazu bei. Das Ganze ist auch entstanden, weil Uniswap eines unserer Vorbilder ist. Dennis, dank dir war ich auch beim Airdrop von Uniswap dabei. Sprich, Uni ist genau das gleiche wie SocialSwap, möchte ich sagen, von der Einheit her der Coins. Ja. Und Uni hat eine spektakuläre Entwicklung über die letzten Jahre hingelegt, von einem All-Time-High von fast $45, aktuell circa 20, $25 wert. Warum sage ich euch das, beziehungsweise warum sprechen wir das an? Weil den Token, den wir durch unsere DEX ins Leben gerufen haben, gleich aufgebaut ist wie Uni, nur eben auf der Tron-Blockchain. Schauen wir uns den Token genauer an. Er wird gehandelt unter dem Kürzel SSD. Ausgesprochen heißt es Social Swap Token. Wie gesagt, auf der Tron-Blockchain 1 Milliarde Einheiten, gleich wie das Vorbild Uniswap auch. Circa 1% der Tokens, um ganz genau zu sein, exakt 1% der Tokens seit 3-4 Tagen sind mittlerweile schon verbrannt, sprich der Maximum Supply ist bei 990 Millionen. Wir sind auch seit Juli auf einer DEX gelistet, auf einer ZEX gelistet, auf einer zentralen Exchange gelistet, und zwar Probit. Ihr seht hier auch rechts im Screenshot ein bisschen den Kursverlauf von dem Token. Wichtig sollte für euch jetzt sein, der Haupt-Use-Case ist
aktuell das Farming. Ja, und man sieht hier, noch über 80% der Tokens stehen zum Farming zur Verfügung für die Community. Circa 170 Millionen Tokens sind schon ausgeschüttet an die Community. Bei dieser Geschwindigkeit, wo wir aktuell gerade farmen, und vielleicht sprechen wir noch ganz kurz über die APY, Dennis, ja, wären das noch circa 3,5 Jahre, wo die Community noch diese spektakulären Zahlen an APY verdient. Ich meine, bei uns auf der DEX sind 80-120% APY keine Seltenheit, sondern eigentlich schon fixer Standard, würde ich mal sagen. Aktuell ist das schon so für die Community schon normal, dass sie so hohe APYs haben. Ja, also die APY, die verändert sich natürlich, je nachdem, wie der Preis steht, wie viele Coins gerade im Smart Contract drin liegen. Es ist halt einfach so eine fließende Metrik, aber es ist auf jeden Fall, ja, so um die 100%, kann man sagen, im Schnitt 80-120%. Und das natürlich enorm, ja. Das heißt, auch bei Kursschwankungen, man verdient natürlich weiterhin seine Rewards, kann die jederzeit rausholen. Und das macht ja, solche Projekte natürlich besonders. Absolut, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn der Preis von SSD in den nächsten 3,5 Jahren steigen wird, weil dann kann das Farming auch gerne doppelt so lang oder dreifach so lang gehen. Ich habe witzigerweise heute auch mit einem Partner telefoniert am Nachmittag, der SSD gekauft hat zu einem höheren Preis, wie jetzt gerade ist, aber er ist trotzdem im Plus aufgrund von Empfehlungen, die er ausgesprochen hat, aufgrund von dem hohen Farming, aufgrund von Reinvestieren. Das ist schon sehr spannend, dass man zum Beispiel eben auch trotzdem im Plus sein kann, auch wenn der Tokenpreis theoretisch nach unten geht oder so wie bei uns in den letzten Tagen nach unten gegangen ist. Aber schauen wir vielleicht über zukünftige Verwendungszwecke, weil wir haben jetzt nur vom Staking großteils gesprochen. Man sieht hier noch 3 Use Cases, die wir kurzfristig bald launchen werden, beziehungsweise einer der größten, wenn nicht den größten Use Case von SSD werden wir im November, Mitte November mit der Community teilen. Einige wenige Vertraute des Projektes wissen schon, was das sein wird, aber das wird ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für Social Swap. Social Swap wirklich unvergleichbar mit allen anderen Tron-Dexes machen wird. Dementsprechend, hier tut sich im Hintergrund wirklich viel. Nichtsdestotrotz, sobald wir erst Ende März gestartet sind, sind wir kontinuierlich in der Top 3 der Tron-Dexes. Das sieht man auch gerne auf dem Vergleichsportal Debra, da kann man das gerne auch nachkontrollieren. Also wir haben uns hier zum absoluten Top-Player auf der Tron-Blockchain entwickelt. Noch ein paar wesentliche Abschlussinfos. In den nächsten Tagen gibt es ein Upgrade der Smart Contracts und das ist ein sogenannter Auto-Compound-Pool. Wir haben sehr viele Leute in der Community, die tagtäglich claimen, ja, und dementsprechend Coins wieder ins Protokoll reinpacken. Das wird bald auf Autopilot möglich sein. Falls es euch interessiert, schaut gerne auch bei uns in der Telegram-Gruppe vorbei. Dort gibt es einen sogenannten Reinvestitionsrechner. Schaut euch den mal an. Die Community hat einen Kalkulator gemacht, dass man wirklich mal sieht, was passieren würde, wenn man SSD jetzt kauft, zum Beispiel für ein Jahr lang reinvestiert. Was das für Zahlen werden können, ist eigentlich unglaublich oder vielleicht sogar auf eine längere Zeit. Wir verstehen aber auch, und das machen auch einige aus der Community, wenn man die tagtäglichen Einnahmen, die man hat, verkauft, ja, das ist dann nicht gut für den Preis, aber nichtsdestotrotz eine faire und respektable Alternative, weil die Community damit tagtäglich Geld verdient. Wir können Sie sagen, das ist teilweise auch an einem Wochenende über 300.000, 400.000 Dollar, die hier an die gesamte Community ausgeschüttet wird. Das sind schon spektakuläre Zahlen. Noch zum Abschluss, was ist jetzt zu tun, wenn du zu diesem Zoom-Meeting eingeladen worden bist? Melde dich bei deinem Empfehlungsgeber, registriere dich, mach eine Wallet, mach gemeinsam eine Wallet, pack die Coins in Staking und schau, dass du eben dementsprechend schnell in das passive Einkommen kommst, beziehungsweise wenn du das Ganze nicht live hier auf Zoom gesehen hast, befolge die Schritte unter dem Video, beziehungsweise auf der Landingpage gibt es mehrere Erklärungsvideos, was jetzt zu tun ist, um die nächsten Schritte durchzuführen. Dennis, ich würde sagen, wie lange haben wir gebraucht? Circa 13, 14 Minuten, um das Business zu erklären. Eigentlich schon ganz cool, dass wir das in so kurzer Zeit erklären können, oder? Ja, absolut. Also es ist etwas, ja, was jeder einfach mal testen kann. Und das ist das, was ich an der Tron-Blockchain liebe. Ja, man kann hier wirklich mit kleinen Summen einfach mal das Ganze testen. Und das machen sehr, sehr viele Leute, die verstehen es dann, weil ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass es ein neuer Bereich ist für viele. Aber ich sage immer, ja, passiv Krypto-Geld zu verdienen, Krypto-Coin zu verdienen, ist die Königsklasse des Geldverdienens, weil das kann dir keiner abstellen. Krypto ist die Zukunft, dezentrale Börsen sind die Zukunft und wir sind ein Teil dieser Revolution. Dementsprechend, wenn du da mit dabei sein möchtest, melde dich jetzt bei deinem Empfehlungsgeber oder führe die Schritte unter dem Video aus. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Mach's gut und tschüss. Ciao, ciao.